Hallo Welt und hallo YouTube. Hier hinter mir befindet sich der bereits bekannte Wechselrichter aus vorangegangenen Videos und seit einiger Zeit ist dieser tatsächlich auch in Betrieb. Wir produzieren hier unseren eigenen Strom seit einiger Zeit, sofern die Sonne scheint. Und falls ihr eben daran interessiert seid, was in der Zwischenzeit passiert ist, beziehungsweise wie es nun in dem Verteiler und im Zählerschrank aussieht, dann bleibt dran, denn wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. In dieser Videoreihe stelle ich ja so ein bisschen das Photovoltaikprojekt im Haus meiner Eltern vor. Ich hatte im Vorfeld eben schon vieles zur Ausgangslage bzw. eben zu den Modulen auf dem Dach und so weiter erzählt. Und in den letzten Videos ging es ja darum, diese Elektroverteilung neu aufzubauen. Die haben wir in dem Zuge eben auch ersetzt. Wie ihr sehen könnt, hängt die mittlerweile an der Wand, inklusive Wechselrichter und inklusive Akku- bzw. Speichersystem. Und das möchte ich eben im Folgenden nochmal vorstellen, denn so in dieser Form in Betrieb hatte ich das noch nicht gezeigt. In den letzten Videos ging es eben darum, diesen Verteiler hier aufzubauen. Da hat sich auch noch mal so ein bisschen was getan und das möchte ich jetzt hier eben im Folgenden vorstellen. Und bevor wir jetzt gleich in die Details abtauchen, hier noch mal so ein kleiner Gesamtüberblick bzw. eben eine Beschreibung der involvierten Komponenten. Wir haben hier halt den Wechselrichter, in dem Fall von SolarEdge, der den Strom von den Photovoltaikmodulen auf dem Dach eben in Wechselspannung umwandelt, die letztendlich hier in der Verteilung mit eingespeist wird, dazu gleich später nochmal mehr. Die wurde eben mit ausgetauscht im Zuge dieser Installation der PV-Anlage, ist jetzt ein bisschen größer, da ist auch noch reichlich Platz und überhaupt ist das eben jetzt mal auf dem aktuellen Stand der Technik gebracht worden und modernisiert worden. Wie gesagt, wir schauen uns das gleich im Detail nochmal an. Gleich daneben, und das ist gleich geblieben, mehr oder weniger, ist der Zählerschrank bzw. eben auch der Hausanschluss, denn in unserem Fall befindet sich der Hausanschluss ja mehr oder weniger hier im Zählerschrank selbst. Bei neuen Installationen hat man typischerweise einen Hausanschlusskasten. Bei uns eben führt hier diese Leitung an der Wand entlang bis zur Hauseinführung. Beziehungsweise dort kommt halt das Kabel des Versorgers rein und hier gibt es dann die NH-Sicherungen zum Trennen der Verbindung. Das kann eben der Versorger machen, ist auch entsprechend verblombt und so weiter. Und der Strom führt letztendlich hier über den Zähler. Dieser wurde im Rahmen der Inbetriebnahme eben ausgetauscht, auch dazu gleich später nochmal mehr. Und an dieser Stelle hier, da ist so ein bisschen die IT-Abteilung, beziehungsweise da habe ich so ein bisschen Netzwerktechnik und eine USV-Netline, die waren schon davor da, da habe ich nicht allzu viel umgebaut. Was verschwunden ist, ist hier unten so ein Regalaufbau, einfach um hier mehr Platz zu haben, um das so ein bisschen zugänglicher wieder zu machen. Und hier ganz rechts dann eben der Speicher. Wir haben hier jetzt einen sogenannten AC-gekoppelten Speicher von Senec, ein Senec Home V2.1 ist das, mit 10 Kilowattstunden Kapazität. Und ja, man kann es vielleicht hören, das weiß ich jetzt nicht im Video, aber der ist gerade hochgefahren, denn man kann hier im Display tatsächlich ablesen, was hier im Haus sich gerade tut. Und es werden jetzt eben auf dem Dach 4500 Watt, 5000 Watt, also es steigt, die Sonne kommt gerade raus anscheinend. Jetzt sind wir schon bei 6000 Watt, die hier gerade produziert werden. Und davon fließen halt 2500 in den Akku hinein, 550 verbraucht das Haus aktuell und 3000 werden dann entsprechend ins Netz eingespeist. Ist alles sehr volatil, also das je nach Wetter- und Sonnenstrahlverhältnissen ändert sich das auch mal. Und insgesamt ist das System aber, besteht das System aus diesen Komponenten. Hier gibt es nochmal so ein bisschen Breitbandkabelverteilung. Alles hier noch ein bisschen provisorisch, damit bin ich noch nicht so ganz fertig. Und hier oben wiederum ist der DC-Überspannungsschutz für die Photovoltaikmodule. Das heißt, die kommen hier durch einen Durchbruch in der Wand, kommen die Kabel des Strings, führen hier rein, werden eben DC-seitig Überspannungsschutz oder Vorüberspannung geschützt mit diesem dicken Erdungskabel, was dann zur Potentialschiene hier irgendwo führt, die da hinten sich befindet. Und die Kabel des Strings selber, die gehen dann entsprechend weiter über diese Kabelkanäle eben zum Wechselrichter. Und damit sind wir eben dort angekommen, wo wir angefangen haben. Das heißt, hier wird der Strom generiert von den Photovoltaikmodulen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Kabelführung, weil das hier teilweise noch sehr wild aussieht. Also die Installation ist noch nicht abgeschlossen. Das Ganze läuft jetzt erstmal, aber man kann schon sehen, an einigen Stellen fehlt halt hier noch so ein Stück weit der Kabelkanal, beziehungsweise der ist halt hier überhaupt überall offen.
Das heißt, hier muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Die Kabelkanäle muss ich eben noch verschließen bzw. eben hier entsprechend verlängern und so weiter, damit die Kabel wirklich auch verschwinden. Insgesamt ist das eben schon so gedacht, dass man von den Kabeln nichts sieht. Das heißt, die sollen alle nachher hier in den Kabelkanälen verlaufen. Hier schaut es noch recht wild aus, auch da muss ich noch ein bisschen nachbessern. Und überhaupt muss man hier auch noch streichen. Ich muss hier quasi viele Löcher verschließen. Das ist von Dingen, die hier vorinstalliert waren im Laufe der Jahre. Da hat man jetzt nicht für ein einzelnes Bohrloch das Streichen angefangen. Hier im Keller war das eben nicht so relevant. Aktuell schaut die Wand aber schon ziemlich mitgenommen aus. Da waren halt viele Dinge, viele Löcher. Wie gesagt, hier zum Beispiel wäre so ein Regalsystem, das ich hier entfernt habe. Und insgesamt ist der Raum jetzt eben fällig, um gestrichen zu werden. Das schaut mit den Kabeln recht wild aus, auch hier oben über dem Verteiler. Aber auch da gibt es schöne Lösungen. Das heißt hier, das habe ich soweit schon vorbereitet, dass man das jetzt hier schön verkleiden kann. Und dementsprechend wird das in einigen Wochen und Monaten deutlich schöner ausschauen. Aktuell das bitte berücksichtigen. Das ist ein Zwischenresultat. Das ist funktional, alles soweit in Ordnung, aber es schaut halt nicht schön aus. Ja, und apropos Kabelführung bzw. Chaos. Hier über der Verteilung schaut es auch noch leicht chaotisch aus. Also das ist der Verteiler, das ist der Zählerschrank. In dem Bereich oben drüber kann man sehen, schaut es auch noch relativ wild aus. Auch das wird aber schön verkleidet werden. Da gibt es eben einen passenden Kabelrangierkanal, nennt er sich, ist direkt von Hager. Die Halterungen hier habe ich schon montiert entsprechend. Die haben eben diese leicht gewölbte Form. Das heißt, die werden nach oben hin schmaler zur Wand hin und die werden hier im Endeffekt einfach reingeklipst, verkleiden dann diesen gesamten Bereich. Schaut optisch eben ansprechend aus und gleichzeitig hat man die Möglichkeit hier, oder hat man hier Revisionsraum, kann hier eben die Kabel recht schön ein- und ausführen und so weiter und hat hier einfach ein bisschen Platz zum Verstauen. Das Ganze muss ich noch installieren, aber da hier noch einige Arbeiten fällig sind, habe ich das noch nicht getan. In der Endkonfiguration wird das deutlich schöner aussehen. Auch hier in dem Bereich, wo eben die Leitungen im Haus verschwinden, also das sind die NIM-Leitungen jetzt, die hier eben die einzelnen Stromkreise bilden, beziehungsweise eben in die einzelnen Räume verschwinden durch die Betondecke hindurch. Auch hier befindet sich ein neuer Kabelkanal, der dann mit einem Deckel verschlossen wird. Und hier an dieser Stelle habe ich eine Abfangschiene, eine Hammerkopf-Abfangschiene installiert, mit der es eben möglich ist, hier diese vielen Leitungen Zug zu entlasten. Hier für die ersten zwei Stromkreise habe ich das schon gemacht. Da wird dann einfach mit Kabelbindern an diese kleinen Hammerköpfe werden diese Leitungen fixiert, sodass die eben relativ fix sitzen, nicht mehr herausgezogen werden können. Denn diese ganzen Leitungen, die sind hier aufgelegt. Und im Zuge dieser Auflegearbeiten, beziehungsweise auch wenn man mal vielleicht an der Steckdose an der ersten zieht, man kann ja sehen, zum Teil ist das hier eben in Leerrohren verlegt und so weiter, beziehungsweise wenn man hier mit Kabeln herumrangiert, dann soll da eben sich nichts lösen. Dementsprechend ist das immer gute Praxis, das auch Zug zu entlasten. Und das habe ich hier über diese Kabelabfangschiene getan. So, und damit können wir jetzt dann auch einfach mal in die Details reingucken, beziehungsweise dem Strom folgen auf seinen Weg hier durch die elektrische Anlage. Anfangen können wir hier an dieser Stelle mal, das ist der mehr oder weniger der Hausanschlusskasten, beziehungsweise halt der Übergabepunkt seitens des Versorgers. Von hier aus gibt es ein paar Leitungen hinter diesen ganzen verblombten Verblendungen, die zum Zähler führen. Und der Zähler wiederum führt diese Leitungen heraus nach hier oben zu einem Hauptschalter. Der Zähler selbst wurde eben hier neu eingebaut. Zuvor war hier ein Dreipunktzähler montiert, so wie es hier im anderen Feld eben noch möglich wäre. Hier wurde jetzt so eine Adaptervorrichtung montiert. Hier hinten kann man noch diese Schiene der Dreipunktbefestigung sehen. Letztendlich ist das jetzt aber ein sogenannter EHZ-Zähler. Das heißt, man kann diesen Zähler hier relativ einfach herausstecken und kann den eben wieder neu hineinstecken. Gleichzeitig bleibt aber die gesamte elektrische Anlage eben unter Spannung. Das heißt, wenn man den auswechselt, hat man eben mal ein paar Sekunden ungezählten Strom, hat dafür aber den Vorteil, dass man nicht die gesamte elektrische Anlage spannungsfrei schalten muss. Das hat ja auch immer so seine Nachteile bei seinem Zählertausch, der alle paar Jahre ansteht. Und insofern hat das schon seine Vorteile. Der neue Zähler selbst ist deutlich kompakter als der alte, hat auch hier wieder diese Schnittstelle, um ausgelesen zu werden. Das heißt, ich kann auch diesen Zähler dann über USB letztendlich am Computer auslesen und dort eben in Echtzeit die Verbrauchsdaten mir anzeigen und visualisieren lassen. Aktuell, wie man sehen konnte, eben noch nicht angeschlossen, muss ich dann auch noch nachholen. Und ansonsten kann man hier jetzt am Zähler selbst ablesen. Das ist ein sogenannter Zwei-Richtungszähler, der zählt eben Bezug und Lieferung. Der schaltet alle paar Sekunden um. Wir haben jetzt hier 15 Kilowattstunden schon eingespeist im Laufe der letzten Tage. Und ich glaube 230 knapp bezogen. Das heißt, dieser Zähler ist halt für die Abrechnung zum Energieversorger hin relevant. Man kann auch sehen, hier ist alles verblombt. Das heißt, da kommt man nicht dran, da darf man nicht herumfummeln, da wird es dann irgendwann kriminell und strafbar.
Und ansonsten geht es halt hier aus dem Zähler heraus in einen Hauptschalter. Der wurde neu installiert, ist auch ein Riesenvorteil. Damit kann ich jetzt die gesamte elektrische Anlage an dieser Stelle hier spannungsfrei schalten. Man kann ja sehen, wir haben hier keine Zählervorsicherungen in dem Sinne oder keine von Line bedienbaren Zählervorsicherungen in Form von SLS-Schaltern, die man in neuen Installationen eben einbaut. Das ist ja hier verblombt, da kommt man nicht heran im Alltag. Und hier könnte man aber, wenn man denn möchte, die gesamte Anlage freischalten. Hat auch zur Konsequenz, dazu auch gleich später nochmal mehr, dass wirklich hier die Lichter ausgehen, selbst wenn der Akku und so weiter voll ist. Das sind alles AC gekoppelte Systeme, die wir haben. Ohne Netz läuft da nicht viel. Dafür müsste man irgendwie in Notstrombetrieb gehen und so weiter. Das ist hier nicht automatisiert. Und dementsprechend kann ich hier wirklich freischalten und abschalten. Und wie gesagt, ist ein Vorteil im Vergleich zu vorher, denn in der Vergangenheit gingen die Kabel vom Zähler wirklich direkt in die Verteilung hinein, unten dann eingespeist, unten in die vielen LS-Automaten und dadurch hatte man halt immer, zumindest im unteren Bereich, Spannung anliegen. Das konnte man so ohne weiteres nicht abschalten. Jetzt hier mit diesem Hauptschalter kann man eben auch die gesamte Verteilung dann freischalten. Zusätzlich ist hier im Zähler noch eine Kleinigkeit dazugekommen, nämlich hier unten rechts ein sogenannter Überspannungsschutz. Das ist halt mittlerweile vorgeschrieben und sobald man hier eine Modifizierung der Zähleranlage des elektrischen Anschlusses vornimmt, muss eben auch diese Vorgabe umgesetzt und erfüllt werden. Hier, man kann sehen, es erscheint jetzt noch grün, das heißt, das Ding ist noch in Ordnung. Das ist der ist letztendlich über einen Erdungsdraht, den man hier ahnen kann, hängt er hier mit dran und geht dann letztendlich auf die Potentialausgleichsschiene da hinten. Also hier gibt es einen Erdungsdraht, der eben mehr oder weniger direkt mit diesem Überspannungsschutz angeschlossen ist. Und dieser Überspannungsschutz, der wiederum hängt hier auf diesen Verteilungsschienen, die da innen sich befinden. Und damit werden eben Überspannungen, die vom Netz her eingekoppelt werden, direkt zur Erde hin abgeleitet. Wenn das Ding wirklich zu viel abbekommt, dann springt das hier von grün, ich glaube, auf rot. Und damit würde man eben angezeigt bekommen, dass dieses Gerät zu wechseln ist. In der Realität oder in der Praxis sollte das nicht allzu oft vorkommen, aber das schützt eben auch nochmal die elektrische Anlage vor Überspannungen, wenn beim Nachbarn oder sonst wo der Blitz eben einschlägt. Und von diesem besagten Hauptschalter hier im oberen Bereich des Zählerschranks geht es dann mit 5x16 Quadrat-Nym, geht es dann weiter aus dem Zählerschrank heraus. Das heißt hier diese dicke Leitung, die führt dann eben in den linkeren oberen Bereich der Verteilung. Das ist der Bereich, den einige von euch vielleicht wiedererkennen. Das ist eben hier meine Verteilung und die hatte ich ja in vorangegangenen Videos schon vorgestellt und mit euch zusammen aufgebaut. Hier oben links, das sind eben diese Klemmen, das sind diese 5x16, die hier aufgelegt werden, beziehungsweise die hier eben ankommen in der Verteilung und von hier aus wird der Strom dann weiter verteilt. Letztendlich ist eben dieser gesamte linke obere Bereich, dient irgendwie der Verteilung von großen Strömen, beziehungsweise halt den Hauptleitungen so gesehen. Da findet dann auch die Einspeisung und die Abzweigung Richtung Speicher und Wechselrichter statt. Das Ganze schaut hier noch nicht schick aus. Das wird nochmal umgebaut. Hintergrund ist hier einfach, dass mir nach wie vor Steckbrücken fehlen. Die hatte ich, glaube ich, im November bestellt und die sind nach wie vor nicht eingetroffen. Mittlerweile sind wir im Februar. Ich hatte jetzt eine Zusage, dass die irgendwie in den nächsten 2 Wochen kommen sollen. Habe da verschiedene Versionen gehört oder Varianten, woran das liegt. Zum einen am Kunststoff, der irgendwie knapp war. Dann war irgendwie mal das Metall leer. Dann sind die Firmen, die das Metall hätten biegen können und sollen, abgesoffen im Aaltal. Also da gibt es alle möglichen Gründe, warum das so lange dauert und warum die Liefersituation aktuell so schwierig ist. Aber letztendlich, man kann sehen, hier ist eben nichts gebrückt, sondern ich musste hier improvisieren. Ich habe also diesen gesamten Block hier durch Reihenklemmen, ich glaube PT-Twin nennen die sich. Also man kann sehen, das sind keine ganz einfachen Durchgangsklemmen wie diese hier, sondern das sind sogenannte Twin-Klemmen. Die haben halt immer unten einen Abgang und oben zwei, beziehungsweise man hätte sie auch umdrehen können und die gibt es dann auch nochmal als Quattro mit 4 Abgängen und so weiter. Aber letztendlich kann man damit eben mehrfach verteilen, nicht nur durchklemmen. Und damit war es mir dann möglich, hier diese Brücken selbst herzustellen. Wenn ich dann irgendwann meine Steckbrücken bekomme, werde ich hier diesen oberen Bereich nochmal umbauen müssen. Auch hier mit Wechselrichter und Speicher bin ich noch nicht ganz glücklich. Hier ist es noch so ein bisschen wild. Ist aber aktuell zumindest in einem Zustand, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass das eine Gefahr darstellt. Es funktioniert eben und das wird dann in Zukunft nochmal umgebaut und umgestellt. Daher auch diese vielen Leitungen hier im Hintergrund. Ich habe an den Stellen, wo ich eben den Strom hier abgreife, die Leitungen länger gelassen, sodass ich das dann entsprechend auch nochmal in die richtige Länge, in die richtige Position bringen kann im Nachgang. Dementsprechend dieser Bereich hier oben links, die Einspeisung, das hatte ich ja
vorangegangenen Videos auch schon so ein bisschen angedroht, das ist teilweise eben noch improvisiert. In der Verteilung selbst habe ich ja mit diesen Kabelkanälen gearbeitet, auch das ist aus dem Hager-System eben, man kann das sehen, hier sind eben diese Deckel drauf, man sieht jetzt hier nur die Leitungen aus den aus diesen Kämmen herauskommen, die sind dann eben alle beschriftet, die sind sowohl gelabelt mit meiner Labelmaschine als auch dann nochmal mit Schrumpfschlauch eben eingefasst, damit sich die Label nicht so wie hier bei dieser provisorischen Leitung eben lösen, sondern dass das wirklich auch dauerhaft hält und dementsprechend kann man hier ganz gut zuordnen, was jetzt in welche Reihenklemme geht. Die Reihenklemmen selbst werden später auch nochmal beschriftet, da gibt es auch so Beschriftungsfelder und das wird auch alles nochmal dokumentiert und nachgepflegt. Aktuell ist das eben hier noch so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Funktional und sicherheitstechnisch eben kein Problem, aber die Dokumentation ist definitiv noch nicht ganz ideal. Aber insgesamt bin ich doch ganz glücklich mit diesen Leitungskanälen bzw. eben mit dem Gesamteinblick oder dem Gesamtanblick dieser Verteilung. Durch die Verwendung dieser Kabelkanäle verschwindet eben vieles. Man sieht es nicht, dennoch bleibt es halbwegs sauber. Die Leitungen kann man dann da hinten entlang führen, also man sieht schon, das hat schon alles seine Struktur. Gleichzeitig ist aber hier jetzt kein wildes Chaos, wie man es aus anderen Verteilungen kennt. Und wenn man dann mal hier so einen Kabelkanal öffnet, wobei das einhändig gar nicht so einfach ist, dann kann man eben auch mal reinschauen oder gucken, wie es da drin ausschaut. Also auch hier zum Beispiel habe ich das Ganze so ein bisschen beschriftet, sofern es mir möglich war. Habe das dann eben an der richtigen Stelle hier herausgeführt. Man kann hier natürlich dann auch so ein bisschen die Bögen einhalten, beziehungsweise einfach das alles so ein bisschen länger lassen, falls man da irgendwie mal heran muss, das herausziehen muss, um mal mit einem Ampermeter nachzumessen mit dem Zangenampermeter und so weiter und so fort. Dementsprechend hat man hier eine Menge Flexibilität. Gleichzeitig verschwindet eben dieses ganze Verdrahtungswirrwarr, wie man es sonst eben kennt. Und ja, ist doch ganz ansehnlich, wie ich finde. Und um dem Strom hier weiter durch die Verteilung zu folgen, müssen wir hier an dieser Stelle weitermachen. Hier wird eben, wie gesagt, eingespeist. Oben links in der Ecke ist das. Und das sind ganz einfache Durchgangsklemmen. Der Neutralleiter in dem Fall wird hier in diesen Verteilungsblock herübergebrückt. Diese Leitung, die ist tatsächlich noch provisorisch, die muss man nachher nochmal anfassen, nochmal ändern. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, aufgrund dieser fehlenden Steckbrücken, wie das hier letztendlich ausschauen wird, wo das landen wird. Und dementsprechend muss man die Leitung nachher nochmal eben schön machen. Aber aktuell ist das jetzt erstmal funktional ausreichend. Und dann gibt es hier noch eben diese drei Außenleiter, die führen dann über so einen kleinen Bogen letztendlich in dieses Gerät hier hinein. Das ist ein sogenannter Energieflussrichtungssensor bzw. am Ende des Tages einfach ein Zweirichtungsstromzähler. Ähnlich eben zu diesem Gerät schon, also der gesamte Strom, der aus dem Netz bezogen wird bzw. in das Netz eingespeist wird, muss letztendlich durch dieses Gerät hier fließen. Das Gerät misst eben diese durchfließenden Ströme, gibt die dann über eine Datenverbindung aus. Also das ist der wesentliche Unterschied. Dieses Gerät ist halt für Rechnungszwecke des Energieversorgers. Dieses Gerät wiederum kann halt über diese Modbus-Verbindung, ist das eine ES485 Modbus-Verbindung, kann das eben hier mit dieser Datenleitung mit dem Speicher kommunizieren. Also das ist hier erstmal direkt an den Speicher gehängt über dieses Netzwerkkabel. Ich war ein bisschen verwundert, weil hier letztendlich das Netzwerkkabel auch von Seiten des Herstellers dieses Geräts wird das so geliefert. Auch der Photovoltaik-Elektriker, der das eben diesen Teil hier gemacht hat, hat das jetzt einfach so eingebaut. Streng genommen, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Kabel direkt in der Verteilung so verlegt werden darf, eben in unmittelbarer Nähe der spannungsführenden Leitungen. Aber gut, was soll man machen, beziehungsweise anders wird es auch gar nicht gehen. Und letztendlich kann da nicht allzu viel passieren, ist ja alles gut isoliert. Nichtsdestotrotz fließt eben der gesamte Strom hier herüber über dieses Gerät, kommt letztendlich hier heraus und führt dann wiederum hier nach oben in diesen Verteilungsblock. Das heißt, der gezählte Strom geht letztendlich hier in diesen Verteilungsblock hinein und kann jetzt von hier aus abgegriffen werden, beziehungsweise hier kann dann auch seitens des Wechselrichters eingespeist werden. Also das ist das, was wir uns jetzt als nächstes anschauen werden. Ja, und dieser Bereich, beziehungsweise dieser Block an Reihenklemmen, das ist so eine Art Verteilung hier. Hier werden die verschiedenen Komponenten, Speicher, Wechselrichter und eben der Strom für den Haushalt miteinander verbunden. Man hatte ja schon erwähnt, ich musste hier auch teilweise stark improvisieren. Ich habe hier so eine Art Brücken gebaut und ein bisschen die Kabel vergewaltigen müssen, um den Biegeradius überhaupt hinzubekommen. Ist nicht ganz ideal, das muss eben nachher mit solchen Steckbrücken gelöst werden, sobald diese eintreffen. Ich habe auch hier an der Stelle zum Beispiel jeweils zwei Leitungen einführen müssen. Das wiederum darf man sogar tatsächlich, sofern man eben ADN-Hülsen verwendet. Die habe ich an der Stelle auch verwendet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also das ist 2x2,5 Quadrat jeweils hier in dem Bereich.
Die sind dann zusammen in eine ADN-Hülse gekrimmt und können dann hier eingeführt werden. Das ist sogar zulässig laut Hersteller, hier in dem Fall von Phoenix Contact. Und hier im oberen Bereich habe ich dann mit 10 Quadrat gearbeitet. Das ist also zum einen die Zuleitung von diesem Energieflussrichtungssensor sowie die abgehenden Leitungen zu den Sicherungsautomaten hier unten. An diesem Teil, vielleicht können sich da noch einige erinnern, die Leitungen verlaufen hier hinten. Das ist eben das, was ich im Vorfeld schon vorbereitet habe und das jetzt hier eben soweit schon mal aufgelegt ist. Ja, und an dieser Stelle, diesem Verteilungsblock, da teilt sich das Ganze so ein Stück weit auf. Das heißt, jetzt geht es in mehrere Richtungen weg, beziehungsweise der Strom wird hier eingespeist. Zum einen eben Richtung Wechselrichter, der sich hier befindet. Zum anderen eben Richtung Speicher, der sich hier befindet. Und zum dritten eben Richtung Sicherungsorgane oder Stromkreise. Also wir haben hier unten eine Reihe mit 12 ILS-Automaten, die dann über Stromzähler letztendlich auch wieder zu den Stromkreisen führen, sowie eben zwei Drehstromkreise, die dann hier auch über die entsprechenden Sicherungsorgane und über den Zähler letztendlich auch hier in dem Bereich oben bei den Reihenklemmen landen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da müssen wir uns jetzt nur für eine Reihenfolge eben festlegen. Ja, und anfangen können wir jetzt einfach mal mit dem Wechselrichter. Der hängt ja hier gleich links neben der Verteilung. Das ist eben ein eigener Kasten hier, in dem Fall von Solar Edge. Und lastseitig ist er eben mit einem 5x25 NUM-Kabel hier verbunden. Das führt letztendlich hier von unten in den Wechselrichter hinein auf diese Reihenklemmen. Auch die sind so ein Stück weit noch provisorisch. Sobald dieser Verteilungsblock, der muss da irgendwie idealerweise in diese Richtung rüberrutschen und das nochmal darüber, ist meine Idee. Dann muss man hier eben nochmal so ein bisschen umbauen. Aber letztendlich liegt er hier mit seinen 5 Adern, beziehungsweise mit seinen 4 interessanten Adern, den 3 Außenleitern und der Neutralleiter, auf diesen Reihenklemmen auf und geht dann hier flexibel in diese beiden Sicherungsorgane. Die sind eben einmal ein Fehlerstromschutzschalter mit 300 mA sowie ein C16 Leitungsschutzschalter. Das ist jetzt hier gar nicht so sehr dem Personenschutz gewidmet, weil mit 300 mA wäre man dafür zu hoch, sondern einfach um im Fehlerfall überhaupt mal abzuschalten, beziehungsweise um die Leitung halt dahin zu schützen, falls es da irgendwie mal einen komischen Kurzschluss oder so geben sollte. Insofern führt eben der gesamte Strom, der hier eingespeist wird, vom Wechselrichter, führt hier über diese beiden Automaten. Der Wechselrichter selbst, sofern eben kein Strom vom Dach kommt, der braucht, glaube ich, auch nochmal selbst eine Spannungsversorgung, um überhaupt mal irgendwie erreichbar netzwerktechnisch und so weiter zu sein. Und der wird sich dann auch ein paar Watt wahrscheinlich in der Nacht und so weiter hier herausziehen. Weiß jetzt gar nicht, müsste man mal im Handbuch nachschauen, den Standby-Verbrauch herausfinden. Da werden sicherlich auch ein paar Watt verbraten werden, die dann sicherlich auch über diese Leitung hier, über diesen Stromkreis führen. Also das ist jetzt nicht nur eine reine Einspeisung, sondern ich gehe davon aus, dass das dann im Standby-Fall eben auch den Strom da herauszieht entsprechend. Des Weiteren und im Endeffekt parallel zum Wechselrichter hängt eben der Stromspeicher selbst. Das sind eben auch hier mit 2,5 Quadrat Leitungen ähnliche Sicherungsautomaten, die hier bedient werden. In dem Fall aber ein 30 mA Fehlerstromschutzschalter sowie ein B16 Automat. Also der gesamte Strom, der in oder aus dem Speicher hinausfließt, wird auch hier über diese beiden Automaten geführt. Der schaltet eben im Fehlerfall schon deutlich früher ab bei 30 mA, der andere erst bei 300. Und hier kann man auch nochmal die Leitung schützen bzw. eben auch nochmal entsprechend ausschalten. Und diese Leitung wiederum geht auch hier in dem Fall über ein 5x25 NUM, hier über diesen Kabelkanal halt bis zum Speicher, der dann eben in Verbindung mit diesem Energieflussrichtungssensor steht und dadurch einfach weiß, was er tun soll in dem Sinne. Der weiß nämlich auf der anderen Seite, weil auch dort eine Verbindung besteht, zum Wechselrichter über eine weitere Leitung. Das dürfte eine von diesen beiden Leitungen sein. Es steht hier eben auch nochmal eine Verbindung und so weiß eben der Speicher letztendlich, kennt jetzt den aktuellen Energiebedarf des Hauses, kennt den Wert, wie viel jetzt hier generiert wird vom Dach und weiß damit einfach, ob er gerade sich aufladen soll, so wie jetzt in dem Falle, beziehungsweise ob er Strom einspeisen muss oder ob er jetzt einfach nur passiv am Netz hängt. Also das sind so die Zustände, die dieser Speicher einnehmen kann und der wird jetzt stromtechnisch eben über diese beiden Automaten hier geführt. So, und zu guter Letzt gibt es dann eben jetzt hier, was die Stromverteilung angeht, noch die Stromkreise im Haus. Also hier wird, wie gesagt, mit 10 Quadrat bzw. irgendwo auch mit 2,5 Quadrat wird hier nochmal abgegriffen und das führt dann hier nach unten hin zu diesen 12 FILS-Automaten. Auch die hatte ich im vorangegangenen Video ja schon vorgestellt. Hier wird unten eingespeist, da gibt es dann diese Sammelschiene, damit wird dann das Ganze eben verteilt und dann geht der Strom mehr oder weniger wieder seinen Weg nach oben. Hier in dem Fall eben über diese vielen Wechselstromzähler, die den Strombedarf in jedem Stromkreis nochmal erfassen.
Und in dem Fall von Drehstrom, das ist einmal ein Elektroherd und einmal eine CE-Steckdose in der Garage, gibt es hier eben nochmal eine Kombination aus FI und LS-Schalter. Also das hatte ich auch schon vor einigen Videos erläutert. Hier habe ich das aufgetrennt. Zum einen ist es modularer, man kann das tauschen, wenn man jetzt mal eine andere Verwendung hat mit Wallbox in der Garage und so weiter, ist das vielleicht ganz, bietet sich das gegebenenfalls an. Und insofern, beziehungsweise überhaupt, war das auch einfach deutlich günstiger an der Stelle. Und der Strom wiederum, der dann hier in diesen Stromkreisen fließt, wird auch hier nochmal gezählt durch Drehstromzähler. Die sind jetzt hier eben auch so ausgelegt, dass der gesamte Strom dreiphasig plus N hier durchgeführt wird. Das heißt, der Strom führt eben über diese, in einer Kaskade durch diese reinen Einbaugeräte und landet dann sowohl hier in den Fällen von den Wechselstromzählern als auch in den Fällen hier von den Drehstromzählern über diese vielen Leitungen, die man hier hinten sehen kann, eben auf diesen Reinklemmen hier im oberen rechten Bereich der Verteilung. Diese Reinklemmen wiederum sind verbunden mit den NIM-Leitungen hier, die im Haus ins Haus führen. Und damit wird jetzt hier letztendlich die Verbindung geschaffen zu den Stromkreisen im Haus. An der Stelle vielleicht noch ein paar Worte zu den Reihenklemmen hier im oberen rechten Bereich. Und zwar, in den allermeisten Fällen sind das ja hier ganz einfache Wechselstromkreise. Das heißt, ich habe hier dreiadrige Leitungen, die wegführen in den meisten Fällen eben 3x1,5 NIM. Und da reicht dann in der Regel eben eine einzelne Klemme, eine sogenannte PELN-Klemme. Ich habe hier keine NT-Klemmen, das heißt, ich speise den N hier wirklich immer einzeln ein, habe hier keine Sammelschiene. Es gibt ja auch die Version mit Sammelschienen, wo man den N einmal einspeist und dann wird er eben abgegriffen für alle abgehenden Stromkreise. In meinem Fall bringt das nichts, da ich eben mit diesen FILS-Automaten arbeite. Insofern gibt es hier eben auch ganz viele blaue Leitungen und der Außenleiter wiederum, die werden dann in der Regel hier unten in der unteren Ebene eingespeist und dann ganz oben bzw. hier oben abgegriffen. Überhaupt ist das ja so, diese untere Hälfte, das ist quasi die Einspeisung. Und ab hier oben, da wird dann die weggehende Leitung eingeklemmt. Das ist sozusagen die abgehende Seite. Und hier wird dann auch einmal der N angeschlossen. Also hier der Weg ist relativ kurz. Dann gibt es eben einen Weg von hier unten nach da oben. Das ist dann der Außenleiter. Und ganz oben kann nochmal der Schutzleiter abgegriffen werden, der dann letztendlich hier mit dieser PE-Schiene verbunden ist, die wiederum hier über diese Schiene dann mit der Potentialausgleichsschiene verbunden ist. Das heißt, man kommt hier mit relativ wenig Platz, sehr platzsparend eben, zu schönen Resultaten. Ich habe hier mehr oder weniger 20 Stromkreise in einem Feld, nicht mal einem Feld angebracht. Klar, dahinter, wenn man da mal hinterguckt, da ist es dann schon eng und fummelig. Aber hier von vorne, wenn man die Drähte relativ schön biegt oder wenn man sich da halbwegs Mühe gibt, schaut das ganz gut aus und bietet halt hier eine enorme Flexibilität. Man kann jetzt hier auch umverdrahten, wenn ich diesen Stromkreis irgendwie mal an eine andere Sicherung hängen möchte oder einen anderen Stromkreis, dann kann ich das hier eben entsprechend ausklemmen. Und insofern ist das echt eine tolle Lösung. Und man hat hier eben in nicht mal 12 Teilungseinheiten, in geschätzt 8 Teilungseinheiten hat man hier jetzt mehr als 20 Stromkreise versorgt. Es gibt ja auch noch eine Reihe von Drehstromkreisen. Also ich habe hier nicht nur diese PELN-Klemme, sondern eben auch noch LL-Klemmen. Hier in dem Fall zum Beispiel, also in einigen Fällen wird hier jetzt dann rechts neben einer sogenannten PELN-Klemme eben auch nochmal zwei weitere Außenleiter durchgeklemmt, die dann eben den typischerweise den zweiten und den dritten Außenleiter darstellen in einem Drehstromkreis. Und davon haben wir irgendwie den Elektroherd, die Garage und noch eine Reihe von anderen Stromkreisen, wo das eben relevant ist. Eine Besonderheit gibt es hier vielleicht bei den Reihenklemmen noch zu erwähnen, und zwar diese kleinen Steckbrücken, die man hier hin und wieder sehen kann. Das hat folgende Bewandtnis, und zwar nutze ich diese Reinklemmen hier tatsächlich zur Verteilung der Potenziale bzw. zum Abgreifen für weitere Peripherie. Hier in dem Fall zum Beispiel, das ist jetzt hier die Klingelanlage. Also hier gibt es einen Stromkreis, der die Haustür versorgt, der dann auch Richtung Haustür eben führt letztendlich mit dem Außenleiter und dem Neutralleiter. Das sind die äußeren beiden. Und dann gibt es eben eine Steckbrücke hier, so wie da oben, um das Ganze in die Klemme rechts daneben zu brücken. Und von hier wird es dann abgegriffen, das ist dann mit Klingelanlage beschriftet, um eben die Klingelanlage mit Strom zu versorgen. Letztendlich gibt es dann einen Draht, der hier unten zu diesem Klingeltrafo führt. Dieser Klingeltrafo wandelt eben diese 230 Volt in 18 Volt um, beziehungsweise mit 18 VA in 12 Volt. Oder was greife ich hier ab überhaupt? Ja, Klemme 6 und 8. Also greife ich hier 8 Volt ab. Und das wiederum führt eben dann mit kleineren Querschnitt, mit
Leitung einen kleineren Querschnitt zu dieser kleinen Konstruktion hier, die wiederum dann zur Klingel und zum Taster der Haustür führt und so eben auch mit Strom versorgt ist. Und an anderen Stellen läuft das ganz ähnlich. Also hier gibt es einmal eine Brücke, um hier einen weiteren Stromkreis zu versorgen mit nur einer Zuleitung. Und hier in den beiden Fällen, da gibt es ja Tasterschaltungen. Also wir haben hier an zwei Stellen im Haus haben wir Tasterschaltungen. Da gibt es dann einfach mehr als drei oder vier Taster im Flur, zum Beispiel Obergeschoss und Flurerdgeschoss. Und dementsprechend gibt es halt einfach einen Tastrad, der von einem 5x15 jeweils zurückführt, der eben geschlossen wird durch den Vorgang des Betätigen des Tasters. Und das wiederum führt dann auf einen sogenannten Fernschalter, ja, eigentlich auf ein Stromstoßrelay im Endeffekt. Und das wiederum kann man dann hier verwenden, um den Strom im entsprechenden Bereich einzuschalten, beziehungsweise eben die Beleuchtung. Das heißt, hier an den Stellen wird, wie gesagt, mit 5x15 gearbeitet. Eine dieser drei Leitungen, die Spannung führen, ist eben für die Dauerspannung, für die Stromversorgung der Geräte, für die Steckdosen und so weiter. Einer für die Beleuchtung und ein dritter eben für den Taster. Über den Taster kann man eben die Spannung auf dem Beleuchtungsdraht dann zuschalten, über diese beiden Automaten. An dieser Stelle fällt mir auch noch ein, dass ich auch diese Automaten ja getauscht hatte tatsächlich, oder diese Reineinbaugeräte. Also auch hier habe ich eben auf Geräte von Siemens gesetzt, einfach um im System zu bleiben. Das heißt, alles, was ich hier eingebaut habe, ist letztendlich von Siemens, um wie gesagt hier meinem kleinen autistischen Drang gerecht zu werden, dass hier überall dasselbe Logo erscheint, beziehungsweise waren halt das andere, waren wirklich No-Name-Billigprodukte und die waren auch schon rein mechanisch, waren die abgenudelt, da sind die Klappen und so weiter schon abgebrochen, der Kunststoff ist spröde geworden. Insofern tut es auch nicht schlecht, das ab und an mal dann zu erneuern nach 20, 25 Jahren. Hier an der Stelle gibt es ein Reineinbaugerät, kann man sehen, ist noch gar nicht verdrahtet. Das ist für ein weiteres Projekt, das ist auch hier ein Schaltrelay, das ich für die Strombeleuchtung im Außenbereich benutzen möchte. Dazu später, vielleicht in einem weiteren Video mehr, habe ich schon mal eingehängt, aber letztendlich eben noch nicht angeschlossen. Und demgegenüber stehen eben die Geräte, die jetzt hier vom Installateur, vom Elektriker, der die Photovoltaikanlage hier in Betrieb genommen hat, eingebaut worden sind. Das sind eben hier Geräte von Legrand, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Franzosen sind das, glaube ich. Das heißt, hier gibt es so einen kleinen Unterschied zwischen den Geräten hier auf der rechten Seite, die ich eingebaut habe, und eben den paar Geräten für den Speicher und die Photovoltaik, die dann von einem anderen Hersteller sind, aber letztendlich die ähnliche oder die gleiche Funktion bereitstellen. Und an der Stelle kann man eben einmal mehr sehen, was der Vorteil dieser Verdrahtungskanäle ist. Das sind hier unten insbesondere, wie gesagt, ILS-Automaten. Das heißt, aus jedem Automaten kommen hier zwei Leitungen heraus. Einmal der Außenleiter, einmal der Neutralleiter. Und den muss man natürlich bis zum Stromkreis mit nach oben führen. Denn sonst würde der Fehlerstrom eben irgendwie über andere Leiter zurückkommen, wenn man die zusammenführt. Da kriegt man Probleme, da lösen dann die FIs ganz wild aus. Insofern muss man den tatsächlich immer mitführen und eben für den Stromkreis nur verwenden. Und dadurch erhöht sich einfach der Verdrahtungsaufwand. Also hier sind wirklich zwei abgehende Leitungen jeweils, die dann nochmal über den Wechselstromzähler geführt werden müssen. Das heißt, diese Leitungen von hier werden hier eingeführt, der Neutralleiter jeweils von oben, der Außenleiter von unten. Und dann gibt es auch hier wieder abgehend einen Neutralleiter und einen Außenleiter und das Ganze 12-mal. Das heißt, man hat hier unglaublich viele Leitungen, von denen ist aber gar nicht allzu viel zu sehen, denn der Verdrahtungskanal, der Kabelkanal verdeckt es ganz gut. Man sieht hier nur die Hülsen der Ader-Endhülsen bzw. noch ein paar Millimeter der Leitung. Aber im Großen und Ganzen sieht man hiervon nicht allzu viel. Wenn man das Ganze jetzt mal entfernt, und auch hier ist es einhändig leider gar nicht so einfach möglich, aber ich gebe mir Mühe, dann wird man gleich sehen, was sich hier hinter verbirgt. Also das ist dann doch schon ein relatives Kabelgewürstel hier hinten. Und das hätte man ohne diese Kabelkanäle, das mit größter Mühe, hätte man das nicht deutlich schöner hinbekommen. Man kann ja sehen, was hier los ist. Ich habe auch hier so entsprechende Schlaufen gelassen, um hier eben immer mit Zangen, Ampermeter und so weiter messen zu können, falls das notwendig ist, beziehungsweise um das eben hier so ein bisschen zu entlasten und nicht um hier zusätzlich oder alles unter voller Spannung zu haben. Das Ganze arbeitet ja auch, wenn man hier Kabel einzieht oder wenn sich hier thermisch etwas verändert. Und dann kann man eben sehen, dass auf der Seite ein paar Leitungen hochgehen, auf der Seite gehen ein paar Leitungen hoch. Aber insgesamt schaut das dann doch deutlich schöner aus, wenn eben dieser Deckel drauf ist und wenn man dann
davon nicht mehr allzu viel sieht im Alltag, beziehungsweise wenn man da jetzt nicht groß umbaut, muss man ja davon ohnehin, braucht man das alles hier nicht mehr. Auch hier das Einsetzen des Kanals ist mit einer Hand nicht so ganz trivial, aber ist mir gelungen, wie man sehen konnte. Und dementsprechend schaut das schon echt schick aus. Hier oben, das werde ich jetzt nicht jeden Kanal auseinandernehmen, aber letztendlich sieht das hier in jedem Kanal ähnlich aus. Und das Gesamtbild, wie ich finde, ist eben dann doch ganz hübsch für eine Elektroverteilung. Ja, so viel also zur Verteilung. Letztendlich eben nichts Spektakuläres, sollte hoffentlich halbwegs nachvollziehbar geblieben sein. Das ist letztendlich hier so eine 0815 Standardverteilung in einem Einfamilienhaus eben, was ein bisschen untypisch ist, sind wahrscheinlich diese Zähler, die hier nochmal in Reihe geschaltet sind zu den FILS-Automaten, die eben jeden Stromkreis einzeln nochmal zählen. Hier fehlt mir tatsächlich auch noch ein bisschen Auswerteelektronik. Das heißt, ich muss hier an der Stelle nochmal zusätzliche Elektronik irgendwo verbauen, in Form eines Raspberry Pis oder eines Selbstbau oder eben eines zugekauften Geräts, dass diese S0-Impulse von den, in dem Fall Wechselstromzählern bzw. von den beiden Drehstromzählern eben erfasst, dann irgendwas Netzwerk irgendwie verfügbar macht, sodass man das eben auch visualisieren kann, damit man einfach aufschlüsseln kann, wo der Strom in welchem Stromkreis verbraucht wird. Ansonsten ist das hier aber relativ einfach gehalten, eben mit dem Zusatz, dass wir hier jetzt Reihenklemmen verwenden in der Vergangenheit, beziehungsweise typischerweise, wenn man es ganz einfach hält, verzichtet man ja darauf und legt eben die abgehenden Leitungen direkt auf den, bei den Automaten an, hat dann eben aber die Nachteile, dass das hier kreuz und quer durch die Verteilung läuft und dass man da sehr unflexibel ist. Insofern ist das vielleicht ein bisschen ein gehobener Standard, aber ansonsten ist hier jetzt nichts Spektakuläres dabei. Es gibt auch noch so eine Reihe von Dingen, die ich erweitern möchte. Neben dieser Fassung der S0-Impulse möchte ich auch hier noch weitere Zähler installieren, um eben den Strom, der hier ein- und ausgespeichert wird aus dem Speicher, beziehungsweise der produziert und auch wieder verbraucht wird vom Wechselrichter, das möchte ich auch nochmal so ein bisschen erheben, diese Daten, und einfach mal gucken, was da über die Jahre hinweg zusammenkommen für Diskrepanzen. Gerade beim Speicher wird es sehr interessant zu sehen, wie hoch die Verluste sind, die Ein- und Ausspeiseverluste, denn da gibt es, glaube ich, schon das ein oder andere Kilowattchen, was da verloren geht. Und das kann man an der Stelle dann eben ganz gut erfassen und messen. Und da habe ich schon die entsprechenden Komponenten bestellt, muss ich dann bei Tage irgendwann mal einbauen. Ist aber jetzt auch kein allzu großer Akt. Und damit wäre dann die Verteilung mehr oder weniger fertig. Was auch noch fehlt, sind die Abdeckungen. Also hier sollen dann ähnlich wie bei diesem Zähler zum Beispiel, sollen eben solche Kunststoffabdeckungen noch installiert werden. Die kann man eben passend in allen möglichen Größen und Kombinationen, Konfigurationen bestellen. Insofern hatte ich noch davon abgesehen im Vorfeld, einfach weil ich nicht wusste, was hier an Geräten wohin eingebaut wird. Und dementsprechend muss ich auch das noch nachholen. Dann ist es wirklich auch berührungssicher bzw. eben nicht mehr laienbedienbar. Das ist ja der wesentliche Punkt, warum man diese komischen Drehschäubchen hat. Die kann man wohl nur noch mit einem Werkzeug betätigen, so die Argumentation. Und dadurch, dass es sich mit einem Werkzeug betätigen lässt, kann das kein Laie machen. Und dementsprechend muss man das irgendwie auch noch für erhöhte Berührungssicherheit halt installieren, damit hier der Laie nicht auf die Idee kommt, weiß ich nicht, mit der Hand da irgendwo hinzukommen. Wobei das ja hier schon relativ berührungssicher ist alles. Da sind ja immer die Kragen und so weiter von den Aderendhülsen. Aber wenn man es natürlich darauf anlegt, könnte man schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwo an spannungsführende Teile hinkommen. Und insofern wird das auch nochmal verdeckt, keine Sorge. Dann gibt es ja noch die Tür hier, die hier das Ganze verschließt. Und insofern sollte das dann so langsam aber sicher Form annehmen. Bei der Dokumentation einiger Leitungen muss ich eben noch nachbessern. Die Dokumentation überhaupt einen Stromlaufplan möchte ich noch erstellen. Auch das bin ich nun, damit bin ich noch nicht ganz durch. Aber das Ganze nimmt Form an. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal in Betrieb, stellt keine allzu große Gefahr dar. Und insofern ist das erstmal soweit in Ordnung, was die Verteilung angeht. Beim Wechselrichter selbst gibt es nicht allzu viel zu sagen. Hier kommen eben die beiden Stringkabel an, die vom DC-Überspannungsschutz letztendlich dann auch vom Dach kommen. Hier führen die eben hinein. Das sind einmal ja, Plus und Minus. In dem Fall, das ist ja wirklich auch eine Gleichspannung. Das sind so Größenordnung. Wir haben 23 Module mit Moduloptimierern, jeweils 40 Volt. Also man ist dabei 800, 860 Volt, die hier anliegen. Das sind schon ganz schöne Spannungen. Und dieser Wechselrichter, wie gesagt, wandelt das dann um, weist das in die Verteilung ein. Daneben gibt es hier nochmal einen Netzwerkanschluss. Das Ding muss mehr oder weniger ständig im Internet hängen, tut da auch seine Daten in irgendeiner Cloud von SolarEdge hinterlegen, sodass man da dann per App darauf zugreifen kann und eben die einzelnen Module auswerten kann.
mit der zweiten Leitung wiederum ist es dann mit dem Speicher verbunden, der sich dann hier auf der rechten Seite befindet. Und den schauen wir uns jetzt als nächstes an. Hier jetzt also der besagte Speicher im geöffneten Zustand. Das ist wie gesagt ein Speichersystem von Senec. Bisher haben wir schon herausgefunden, ein AC-gekoppeltes System. Das heißt, über dieses eine Kabel hier, das direkt in die Verteilung führt, wird eben Strom ein- und ausgespeist. Also der gesamte Strom wird hier über diese Leitung geführt. Und daneben gibt es dann noch so eine Reihe von Datenverbindungen. Ja, zum einen eine Verbindung ins Internet, die das Gerät selbst braucht für Monitoring und irgendwelche Cloud-Zugänge und so weiter. Und zum anderen eben die Verbindung zu diesem Energieflussrichtungssensor hier in der Verteilung, um eben zu wissen, wie es sich verhalten soll, in welchem Moment. Und ja, da gibt es dann eben das Herzstück, würde ich sagen, sind diese vier Akku-Packs. Die sind hier eben einzeln eingebaut, die kann man dann auch, die wurden auch entsprechend einzeln angeliefert, werden hier dann einzeln verbaut, auch um das Gewicht in Grenzen zu halten. Also man kann schon sehen, oder hier kann man so ein bisschen die grünen Lithiumzellen durchschimmern sehen, wie viele Zellen das sind. Und so ein Akku-Pack, ich weiß jetzt nicht, was er wiegt, das dürften aber 20, 30 Kilo dürften das sein pro Akku, plus eben dann letztendlich das Gehäuse. Also man kommt hier bestimmt auf weit über 100, Richtung 150 Kilo, die das Gesamtsystem in dieser Konfiguration wiegt. Das bewegt man nicht mehr so ohne weiteres, beziehungsweise da muss man schon regelmäßig im Fitnessstudio sein, um das jetzt hier noch großartig hochheben zu können in dem Zustand. Und ansonsten, man kann hier so einen Blick hineinwagen, da ist auch Plexiglas davor, damit man nirgends herein langt aus Versehen. Aber das ist jetzt tatsächlich so eine Art Blackbox, die kriegt man halt hier in dem Fall hingestellt. Da schließt man seine NIM-Leitung an, sein Netzwerkkabel an. Aber was jetzt hier genau passiert, das weiß dann wahrscheinlich nur der Hersteller, nur Senec. Man kann hier halt diesen riesen Trafo sehen, der hier Teil wahrscheinlich der Leistungselektronik ist, um überhaupt aus dieser Gleichspannung der Akkus eben auch wieder irgendwie Wechselspannung und andere Spannungsniveaus und so hinzubekommen. Aber wie gesagt, das ist dann hier wirklich die schwarze Magie der Leistungselektronik von Wechselrichtern und so weiter. Da bin ich jetzt hier an der Stelle ohne Vorbereitung definitiv überfragt. So viel also zum aktuellen Stand dieses Projektes hier. Man konnte sehen, hier ist eine Menge passiert. Das Ganze ist in Betrieb gegangen und tut jetzt eben seinen Dienst. Wir haben hier auch schon an besseren Tagen eben den Akku komplett voll bekommen. Und je nach Wetter und Witterungslage gibt es eben Tage, da kommt gar nichts bei herum. Und dann gibt es eben Tage, wo der Akku voll ist, wo man auch noch ins Netz einspeist und so weiter. Das hängt immer ein bisschen ab. Wir sind ja mittlerweile, oder wir sind aktuell noch im Februar. Das heißt, wir haben hier noch eigentlich die Jahreszeit, die zu den sehr schlechten Monaten für die Photovoltaik gehört. Man merkt aber auch, dass jede Woche hier so ein Stück weit besser wird, dass da mehr Sonnenstunden bei rumkommen, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Und insofern wird es dann ab März, April, Mai so richtig Fahrt aufnehmen. Dann wird hoffentlich der Akku auch jeden Tag schön voll. Und dann freut man sich eben, wenn man sich hier mehr oder weniger selbstständig versorgen kann mit Strom. Und ja, insofern war das allein aus dieser Perspektive heraus schon eine interessante Erfahrung. Wir haben gleichzeitig eben die Elektroverteilung erneuert und den Rest der Arbeiten, die werde ich jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich nicht mehr so direkt verfolgen, beziehungsweise werde das dann an anderer Stelle vielleicht nochmal nachholen. Hiermit möchte ich aber die Videoserie zumindest mal für jetzt und für zum aktuellen Zeitpunkt erst einmal beenden. Das Ding tut seinen Dienst und funktioniert erst einmal. Ja, und ich hoffe, ihr fandet das Ganze auch so halbwegs interessant und es ist irgendwie nachvollziehbar geblieben. Ich kann ja mal in Aussicht stellen, auch bei meinem eigenen Haus. Wir bauen ja aktuell auch ein Haus, da haben wir auch eine Photovoltaikanlage installiert mit einer etwas anderen Speicherlösung, mit einem DC-gekoppelten Speicher von E3DC. Den möchte ich an anderer Stelle auch noch gerne vorstellen. Dann können wir auch irgendwann mal vielleicht so ein paar Vergleiche fahren. Und da haben eben beide Systeme DC, AC und so weiter im direkten Vergleich mehr oder weniger. Also das ist etwas, das mir noch so vorschwebt und auch da würde ich euch gerne mitnehmen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da irgendwie spezielle Einblicke wünscht oder irgendwelche Hintergrundinformationen habt oder sowas. Würde mich durchaus interessieren. Photovoltaik ist tatsächlich ein sehr spektakuläres und interessantes Thema. Da kann man eben auch viel Zeit mit Recherchen und so weiter verbringen. Das macht tatsächlich auch sehr viel Spaß, wenn dann die Sonne scheint und man irgendwie das gute Gefühl hat, dass der Strom jetzt selbst produziert wird. Ist ganz nett. Und ansonsten geht es eben mit meiner eigenen Hausbauserie demnächst dann auch mal weiter. Und insofern danke ich euch für die Aufmerksamkeit, hoffe auf ein Abo und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, bis dahin, ciao.